Das ist so eine richtig geile Scheiße. Das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Fettes Rohr, Alter. Bohrstange. Schön lang, damit es sinkt. Scharf, 04er SMG-Platte. Eine Schraube hinten zusätzlich in den VDI-Halter. Mehr Stabilität. Dann drehen wir eine schöne 252er Halbfassung. Auf Z-160. Da freue ich mich schon richtig doll drauf. Erstmal nicht, das ist schon gut. Und so sieht die Fläche aus. So, Messschnitt. Water. So, was habe ich gemacht? Ich habe das schon nicht mehr gezeigt. Da ist eine SMG-Platte von Mitsubishi mit 0,4 Radius. Das ist gut für solche Sachen, solche langen Ausdrehungen, Bohrstangen, die jetzt nicht gedämpft sind. Da haben wir schon recht gute Erfahrung mit dem 1,5 AP, 40 Geschwindigkeit, hat es jetzt hier. Vorzug, 40 Geschwindigkeit. Ja, jetzt habe ich erstmal die Fläche geplant. Bin nochmal mit dem Werkzeug hier hochgefahren. Ich habe das nochmal richtig geplant, damit die Planfläche zur Innenfläche läuft, was ich ja schon mal gesagt habe. Kommt eine Führungsbuchse rein. Wird reingeschraubt und die schlägt hier gegen. Muss ja passen. Dann habe ich einmal ausgedreht. Ist schon die fertige Kontur mit 1 mm Aufmaß noch. Und habe jetzt hier einen Messschnitt gemacht. Und da werde ich gleich mit einem 3-Punkt-Innentaster gucken, wo das Werkzeug steht. Und dann mache ich den zweiten Schnitt ohne Aufmaß. Ja. Und die Kontur durch die Winde und dann kommt die Winde in den Schluss. Und mal gucken. Die Fläche gefällt mir nicht. Darf natürlich nicht aussehen wie eine Schallplatte. Das wollen wir dann auch nicht. So, dann habe ich hier mal so ein Drei-Punkt-Taster. So, den hält man dann hier rein. Da liegt dann drei Punkte auf. Und dann nehmen wir mal auf die Bohrfunke. So ist. Und das sagt mir, die DHA-Schweinebacke. Das ist definitiv
1,47 Brot. So, jetzt haben wir das Kontur fertig für die Winde und die Passung. Die Fläche könnte besser sein, aber das sind einfach zu viele Vibrationen hier. Das vibriert, die Lunette vibriert leicht. Ich hasse natürlich so ein bisschen Riefen, das muss ich wegpolieren. Und hier kommt jetzt die Winde drauf, 265 x 3. Das ist die H7-Passung. Und das habe ich Gott sei Dank nicht gesungen. Die Meißel hier. Und dann baue ich die Meißel auf mit einer 3er Steigung. Das sieht man wieder schön an dem gelben Gummiband. Das ich ja schon mal im anderen Video gesagt habe. Gelb ist 3er Steigung. Rot 2er, Grün 1,5er. Denn man sieht das nicht. Außer man muss ihn ausbauen. Außer man hat das Glück, dass man auf der Seite vielleicht die Steigung ablesen kann. Auf den anderen beiden Seiten geht es nicht. Ja, und ich da, wie gesagt, ich habe da nicht nur für alles eine Meißel. Für jede Steigung eine Meißel. Da mache ich mir einfach ein Gummi drüber. Und dann weiß ich, dass ein Dreier aufgebaut. Da brauche ich gar nicht groß lange hier Fehlerlesen machen. Das Schöne ist, nochmal, der Meißel, der VDI-Halter, der hat auch mit, hat auch hinten ein Indie-Winde. Und ja, hier sieht man schön, der hat schon von vornherein ein Indie-Winde. Und da kann ich das dann mit einer Schraube auch wieder nochmal zusätzlich anziehen, um den Vibrationen ein bisschen entgegenzuwirken. Das haben nicht alle VDI-Halter. Das muss irgendein Hersteller sein, der macht hier hinten die Winde rein. Das ist natürlich absolut super. Da kannst du hinten nochmal eine Schraube dran, eine Platte. Natürlich hier aufpassen, das darf natürlich nur ganz flach sein. Das kommst du beim Schwenken gegen. Und dann hast du nicht so viele Vibrationen. Dann kannst du da auch mal ein bisschen umwirken. Bei der Länge oder hier 3er Steigung ist auch ganz schön. Ja, das dazu. So, dann machen wir 265 mal 3 Innengewinde. Gestern noch eine kleine Kolbenstange mit einem M20 mal 1,5 außen. Und heute 265 mal 3 außen. Aber so schnell geht das. So springt das hier hin und her. So. Ein einziges Rohr hier. Gut. Umdrehungen, Vibration, hier ein bisschen Piano. Dann lass man erstmal anschneiden. Aha, nichts zu sehen. Sagen, da habe ich das Werkzeug ein bisschen würde weit zurückgenommen, aber sicher ist sicher. Nee, da muss ich nochmal zustellen. Das ist jetzt ein bisschen dürre weit weg. So, 8 Viertel zugestellt, mal gucken. Die Geräusche, die möchte man nicht unbedingt als Drehung.
schneidet es nicht mehr, dann reißt es nur noch. Naja, manchmal hört es sich schlimmer an, als es aussieht. So, das lief dann doch ganz gut. Das Gewinde ist auch gut geworden. Fassung habe ich nochmal poliert. Das Gewinde ging dann auch beim Nachschneiden, beim Einfahren. Hat es sich dann auch wieder beruhigt. Ja, wie gesagt, 80 Umdrehungen ist das wenigste, was ich schneide. Weil irgendwann darunter ist es dann kein Schneiden mehr, sondern nur noch ein Schälen. Und das ist auch nicht gut für die Platte da. Also 80 Umdrehungen, das ist schon das Mindeste. Also Pressung, die Wände hat gut geklappt. Prüfring geht auch drauf. Ja. Ja, achso, die Passung, die muss man dann natürlich auch so messen. Das Rohr am besten mal um 90 Grad drehen und dann nochmal so messen. Ne? Aber wenn drei Punkttaster quer halten, ist es sowieso ungenau. Das Rohr nochmal um 90 Grad drehen, dass man wirklich das mal gemessen hat und es auch mal so gemessen hat. Falls es dann irgendwo ein Ei ist oder irgendwie ein bisschen zu ballig. Naja, hat ja alles ganz gut geklappt. Können wir hier Feierabend machen. Uah. Mit den Klosmolzen.